Ja, hallo zusammen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Andreas Nowak, 51 Jahre alt. Und wie ihr erkennen könnt, meine Haut sieht eigentlich viel jünger aus als 51. Und alle meine Bekannten fragen mich deshalb, wie machst du das eigentlich? Bisher habe ich mein Geheimrezept noch nicht verraten, aber für diejenigen, die es interessiert, das erste Mal und ganz exklusiv für euch verrate ich hier und jetzt mein Geheimrezept. Das erste, was ihr braucht, ist Blumenwasser, aber nicht irgendein Blumenwasser, wie ihr hier oben seht. Es muss etwas reifen erstmal. Ja, die Blumen nehmt ihr selbstverständlich raus. Ihr braucht auch gar nicht so viel Blumenwasser, sondern wirklich nur so ein kleines bisschen. Hier schaut man so, dass es ein bisschen bedeckt ist. Ja, noch ein bisschen mehr. Moment. So. So, also so ungefähr, naja, so viel. Ne? Dann nehmt ihr ganz normales Wasser. Damit füllt ihr dann das Blumenwasser etwas auf. Also so ungefähr die Hälfte von dem Glas. Ja. So. Das trinke ich jeden Morgen auf Ex. Und wenn ihr das auch macht, dann habt ihr auch so eine schöne Haut wie ich. Aber das müsst ihr wirklich jeden Morgen machen, weil sonst funktioniert das nicht. Und ganz wichtig, das Blumenwasser muss entsprechend angezogen sein. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall mal viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. So Leute, jetzt mal Butter bei den Fisch. Ganz ehrlich, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich jeden Morgen Blumenwasser trinke. Das hier ist von mir selbst ein bisschen angezüchtet. Ich sage es mal so rum, das ist ganz normales Wasser. In der Höhe, wie ihr es gerade hier seht. Vielleicht zwei, na, ich hab vier Teelöffel Orangensaft mit rein. Und dann sieht es so schön trüb und wie Blumenwasser aus. Ja. Dann habe ich, das ist wirklich ganz normales Wasser. Das ist auch ein ganz normales Glas. Ja. Aber das hier, das sind keine echten Blumen. Ja, das ist Plastik, das sind Plastikblumen. Mehr ist das nicht. Also, glaubt nicht jeden Scheiß, den ihr im Internet seht oder hört, sondern macht eure Augen und Ohren, auf, ja, und guckt, was da wirklich da hinten dran ist. Aber wenn ihr eure Freunde mal so richtig verarschen wollt, jetzt habt ihr die Anleitung dazu. Viel Spaß beim Nachmachen.